Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Chinesisch oder gar Russisch. Sprachen dienen zur Verständigung. Diese Sprachen haben eines gemeinsam: man spricht und hört sie. Bei gehörlosen Menschen geht das allerdings nicht, sie sprechen da eine eigene Sprache. Angefangen von der Grammatik bis zum Satzbau sind die Gebärdensprachen im Unterschied zu den Lautsprachen ganz anders aufgebaut. Aus diesem Grund ist die jeweilige Landessprache, wie bei uns zum Beispiel Deutsch, eine Fremdsprache. Das ist Sabine Zeller. Sie ist aufgewachsen bei gehörlosen Eltern. Zwar kann sie normal hören, doch ihre Muttersprache ist die Gebärdensprache. Und genau das hat sie sich zum Vorteil genutzt. Sabine arbeitet nämlich als Gehörlosendolmetscherin und unterrichtet hörende Menschen in der Gebärdensprache. Vor allem für gehörlose Kinder wären Lehrer mit Gebärdensprache als Muttersprache ideal. Zum einen sind Gehörlose einfach Vorbilder für die Kinder. Oftmals können sich die Kinder nicht vorstellen, welche Berufe sie in Zukunft ergreifen können, und insofern sind gerade gehörlose Lehrer positive Vorbilder. Zum anderen sind Gehörlose Native Signer. Das heißt, sie sprechen Gebärdensprache als ihre Muttersprache, und insofern wäre es sehr wünschenswert, wenn die Kinder ihre Sprache, ihre Muttersprache auch von einem Native Signer erleben können. Doch genau da machen viele Staaten einen Strich durch die Rechnung. Bei einem Vortrag des Gehörlosenbundes Wien hat man den Betroffenen genau erklärt, woran das liegt. Die Weichen für diese nicht nachvollziehbare Entscheidung sind schon vor über 130 Jahren gestellt worden, und zwar beim 2. Internationalen Taubstummenkongress von Mailand im Jahre 1880. Übrigens hat man gehörlose Lehrer damals nicht angehört. Man war schlichtweg der Überzeugung, dass diese Artikulationssprache auch für Gehörlose besser geeignet sei als die Gebärdensprache. Experten waren sich damals sicher, es ermöglicht ein tieferes Eindringen in den Geist der Sprache, es schwächt die Klarheit der Begriffe ab, wenn man neben Artikulation gebärdet und Lippen liest. Und Hörende verständigen sich ausschließlich mit Lautsprache. Kleiner Hebel, große Wirkung. Denn diese Entscheidung hatte zur Folge, dass zunehmend nur noch Hörende den Lehrberuf ausüben konnten. Die Situation hat sich bis heute nicht viel verändert. Es wird zwar in Gebärdensprache unterrichtet, doch gehörlose Personen können ihr PEDAG-Studium nur unter äußerst schwierigen Bedingungen abschließen. Aus diesem Grunde werden auch in Zukunft gehörlose Kinder von Lehrern unterrichtet werden müssen, deren Gebärdensprache nicht ihre Muttersprache ist.